die Definition der Geduld. Aber bevor wir diese Definition verstehen, vielleicht sollten wir noch etwas anderes erwähnen, damit man das genau versteht. Es geht darum, dass der Mensch, wenn er geboren wird, die geistigen Fähigkeiten, sein Denkvermögen, das ist ja alles noch nicht wirklich da oder ausgereift. Also das Kind, wenn es geboren wird, wird eigentlich getrieben von einem einzigen Trieb. Also das ist so offensichtlich. Nämlich von dem Trieb nach der Nahrung. Wenn er dann so ein bisschen größer wird, entwickelt er sich weiter und es entwickeln sich neue Triebe, neue Neigungen. Es entwickelt sich eine Neigung dazu, seine Umgebung zu erkennen, erkundschaften, eine Neigung zum Spielen bei den Kindern. Und das entwickelt sich dann weiter. So mit dem Alter von 7, 8 Jahren entwickeln sich seine geistigen Fähigkeiten etwas mehr, seine Denkfähigkeit. Also Dinge zu analysieren, hinterfragen, das entwickelt sich so mit der Zeit. Weil, was hat das mit der Geduld zu tun? Geduld hat nämlich etwas mit Geisteskraft zu tun. Geduld, weil der Mensch wird betrieben, ich sage es mal so, da gibt es einmal die Triebe in ihm und dann gibt es einmal Pflichtvorstellungen, die er hat. Diese Pflichtvorstellungen können natürlich von Person zu Person unterschiedlich sein, das ist abhängig von seinen Weltanschauungen. Aber wenn wir von einem Muslim ausgehen, er hat gewisse Pflichtvorstellungen, gewisse Vorstellungen über Dinge, die er tun muss und die er lassen muss. Das ist so in seinem Gehirn eingepflanzt. Aber das sind Triebe. Und diese Triebe, die stehen im Widerspruch manchmal zu den Pflichtvorstellungen des Menschen. Das heißt, da gibt es so einen Konflikt. Richtig? Es gibt einen Konflikt zwischen den Trieben oder der Veranlagung des Menschen, also seiner Natur. Seine körperliche Natur, sie verlangt gewisse Dinge. Sie hat Neigungen zu gewissen Dingen. Und dann haben wir hier diese, also links sind diese Neigungen, rechts sind diese Pflichtvorstellungen. Oder wie würde man das noch nennen? Es gibt da so einen Begriff dafür. Ja, sein Gewissen. Ich nenne es mal Gewissen, okay? Sein Gewissen. Und dann haben wir diese veranlagten Instinkte und Triebe. Und das Gewissen verlangt, etwas zu tun, das diesen Trieben widerspricht. So, und dann gibt es jetzt so einen Krieg. Und dieser Krieg findet statt in dem Herzen des Menschen oder in seinem Geist. Und es muss einen Gewinner geben und einen Verlierer. Und das entsteht eigentlich erst, wenn der Mensch ein bisschen geistlich ausgereift ist. Denn hier kommt dann auch ein bisschen der Verstand dazu. Der Verstand kommt auch dazu und steuert das Ganze oder beeinflusst den Ausgang dieses Krieges. Und hier kommt dann die Definition der Geduld. Er sagt, die Geduld, As-Sabr, Ibaratun an Thabati, Ba'ith al-Din, fi Muqabalati, Ba'ith al-Shahawat. Die Geduld ist ein Ausdruck, aber das ist nur, also das ist eine Definition, die ein bisschen reduziert ist auf einen Bereich der Geduld. Er sagt, die Geduld ist ein Ausdruck dafür, dass der Ba'ithuddin, das ist das Gewissen, das religiöse Gewissen in dir, dass das religiöse Gewissen gegenüber den Shahawat obsiegt. Ja, das ist die Geduld. Wenn jemand obsiegt, nennt man ihn geduldig, weil er harrt ja aus, ne? Er harrt etwas aus, er ist beständig gegenüber einer Sache, die ihn angreift oder umstürzen will. Das nennt man As-Sabr. Aber wie gesagt, diese Definition ist nur eine reduzierte Form. Also leider ist es oft so, dass Theorien, Definitionen manchmal nicht als Ganzes betrachtet werden, sondern nur reduziert werden auf einen kleinen Punkt oder auf einen Bereich der einer Sache.